Yo Leute, Dero ist am Start und herzlich willkommen hier zur Qualifikation in Monza bei F1 2014. Training wie immer erfolgreich abgeschlossen, auf geht es in die Qualifikation, die letzte in Europa und ja, mal sehen, wie das hier für uns läuft. Ja, Training war natürlich super, wie auch nicht anders zu erwarten. Wir haben 19 Grad, es ist Regen angesagt, aber wir können ja mal kurz auf den Motor schauen. Auf dem Monitor. Also 78% Regenwahrscheinlichkeit. Ja. Das heißt, für uns jetzt erstmal raus auf die Strecke. Ich mache aber nochmal einen kleinen Schnitt, weil die FPS wieder runter gedroppt sind und die ja nach dem Neustart der Aufnahme wieder flüssiger sind. Also dann habe ich wieder an die 100. Komische Sache, ist in letzter Zeit wieder häufiger aufgetreten. Keine Ahnung warum. Also, kleiner Schnitt, ich bin sofort wieder für euch da. So. Da bin ich wieder. Also, auf die Strecke. Wir fahren jetzt selber raus. Ist ja nach Q1, da geht das. Q2 und Q3 ist das eher weniger sinnvoll, ja? weil die Strecke dann einfach deutlich voller ist. Ja? Und die Fahrer dann natürlich so schnell wie möglich eine Runde absolvieren wollen und so weiter und so fort. So, wir fahren jetzt natürlich hier selber raus. Und schauen mal, also Q1 dürfte kein Problem sein. Interessant ist jetzt hier nur, dass eine Regenwahrscheinlichkeit von 78% vorhanden ist. Also die Wahrscheinlichkeit ist tatsächlich hoch, dass es hier, ja, beginnt zu regnen. Wann das der Fall ist, wissen wir leider nicht, aber es wird irgendwann anfangen zu regnen. Also 78% ist ja schon sehr hoch, also darum kann man davon ausgehen, dass es hier regnen wird. Ich schätze dann eher so Q2, Q3. Ja, und gerade in Q3 könnte es dann interessant werden, wenn es anfängt zu regnen. Weil ja, da hat man dann halt nicht viele Versuche, um eine gute Runde zu machen. Denn wenn es dann beginnt zu regnen, dann wird die Strecke ja nass. Also da sollte man zusehen, dass man schnellstmöglich eine gute Runde erwischt. Weil verbessern wird dann schwer, denn die Strecke wird nass. Ja, und dementsprechend kann man dann mit den Slicks irgendwann nicht mehr so schnell fahren und muss dann auf Regenreifen wechseln. Ja, und dann ist sowieso vorbei. Also, so, wenn es anfängt zu regnen, ja, dann sollte man zusehen, dass man seine Runde schnellstmöglich noch beendet. Denn wenn man das nicht schafft, dann, wie gesagt, die Streckenverhältnisse werden ja schlechter und nicht unbedingt besser. So, ich bringe mir noch die Reifen auf Temperatur, wollte ich gerade sagen, aber das ist ja auch schon fast wieder schief gegangen. So, jetzt erstmal zusehen, dass wir die Reifen sauber bekommen. So, die Bremsbalance verlagern wir jetzt erstmal nach hinten. Reifentemperatur ist noch ein bisschen sehr niedrig. Man sieht es hier rechts. Ja, geht wieder schon ins Blau oder wechselt so langsam, aber sicher wieder ins Blau. Das wollte ich gesagt haben. So, jetzt erstmal hier Turn 1 beziehungsweise die erste von vielen Schikanen. Na, suboptimal. Bremsbalance lasse ich jetzt mal noch hinten. Ich experimentiere ja so ein bisschen damit rum. Ich glaube, ihr habt das schon in der letzten Folge gemerkt. Da habe ich ja gesagt, eventuell werde ich das auch im Rennen oder in der Qualifikation aktiv immer verstellen. Das werden wir mal sehen. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass uns der Ferrari hier, ja, super, durchlässt. Ich wollte jetzt rechts rum vorbei und in dem Moment fährt er rüber, ja, nach rechts. Das ist natürlich super schlau. Ja, gehen wir dann mal eben jetzt so ganz unkonventionell zurück in die Boxengasse. So, sollte, das knatscht, ich weiß. Sollte eigentlich nicht so sein. Ja, mache ich normalerweise nicht so. So, dann gehen wir jetzt aber in die fliegende Runde, damit wir nicht allzu viel Zeit vertrödeln. Denn ich denke, Q2 und Q3, ach du Scheiße. Ach du Scheiße, es fängt an zu regnen. Oh, ey Leute, was macht ihr hier? Es fängt an zu regnen, das ist auf jeden Fall nicht so gut. Dann werden wir das Gemisch jetzt... Nein, wir werden das auf Standard lassen. Ach du Scheiße. Das ist auf jeden Fall jetzt nicht gut. Ja, das, was ich gesagt habe. Wenn es jetzt nass wird... Ah, dann habe ich jetzt die Popo-Karte. Also dann war es das. Ja, wer hat auch damit gerechnet, dass mir der Ferrari da so doof aufs Auto fährt? Also ich wäre jetzt ohne Probleme, ohne irgendwie Zeitverlust oder sonstiges, wäre ich da rechts einfach vorbeigefahren. Und dann wäre die Sache gegessen gewesen. Aber in dem Moment zieht er rechts rüber. Ja, in dem Moment zieht er dann halt rechts rüber. Gut, ich denke aber, dass wir das trotzdem noch schaffen. Also das sollten wir eigentlich gerade noch so hinbekommen. Ich schaue schon immer so ein bisschen nach hinten jetzt, weil dann sieht man, wenn die Strecke nass ist, dann bildet sich eine Gischt.
Beziehungsweise an den Vorderreifen können wir es dann auch ein bisschen schon sehen, wenn das Wasser hochspritzt. So, jetzt vorsichtig hier, jetzt wieder, ja, oder jetzt am besten nicht wieder von dem Verkehr hier blockieren lassen. Sehr schön hier durch diese Schikane gekommen. Und jetzt schauen wir doch mal, ob wir das schaffen. Also ich denke, wir schaffen es noch über die Linie, bevor die Strecke jetzt richtig nass wird. Also die Runde dürfte eigentlich auch noch gut werden. Also da bin ich relativ zuversichtlich. Gucken wir jetzt gleich mal auf den Sektor. Aber ich denke nicht, dass wir da jetzt irgendwelche großen Schwierigkeiten haben werden. Wobei, es sieht gar nicht mal so gut aus, nur ganz knapp schneller. Ja, es ist ja das, was ich gesagt habe und man merkt es jetzt auch schon. Also, oh, richtig ärgerlich jetzt an dieser Stelle. Aber solange wir jetzt hier wirklich noch in Q2 kommen, ist das okay für mich. Ja, dann ist das okay. Nur wir sollten jetzt wirklich diese Zeit unterbieten, um auch das Q2 zu erreichen. Also schauen wir mal kurz neben die Ideallinie. Bildet sich jetzt hier schon Wasser? Na, noch nicht so ganz. Also es ist schon ganz schön knapp und ach du Scheiße. Ach du Scheiße. 21. Okay, jetzt gehen wir jetzt mit fetten Gemisch an die Sache. Eine Runde haben wir jetzt noch. Das wird jetzt aber auch wirklich hier die letzte Chance sein. Fettes Gemisch. Super. Da habe ich mich jetzt auf jeden Fall richtig schön verhauen. Also das ist auf jeden Fall gar nicht gut. So ein Problem hatte ich auch noch nie. Wäre das mit dem Ferrari dann nicht passiert, hätten wir auch überhaupt keine Schwierigkeiten gehabt. Ja, weil so haben wir jetzt auf jeden Fall keine Chance, um uns ja in Q2 zu begeben. Sollte die Strecke jetzt gleich wirklich so nass sein. Also dann sollten wir das auf keinen Fall schaffen. Das kann man definitiv sagen. Es ist ja jetzt schon sehr schwer. Aber noch habe ich Glück. Noch ist die Strecke nicht so nass, dass man anfängt hier irgendwie herumzurutschen. Also ich merke es schon so ein bisschen und ich glaube so langsam, ja, man sieht es auf den Vorderreifen, bildet sich eine ganz, 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 ganz leichte Gischt. Oh, das ist auf jeden Fall nicht gut. Ich muss es jetzt aber probieren. Ich muss jetzt gucken, dass ich das irgendwie noch gebügelt bekomme hier. Das dürfte sehr schwer werden. Und das ist sehr ärgerlich in Hinsicht jetzt auf unseren Tabellenplatz in der Weltmeisterschaft. Also damit hätte ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht gerechnet, dass es jetzt schon in Q1 anfängt zu regnen. So, jetzt voll aufs Gas. Ich muss jetzt voll auf Risiko gehen, aber ich glaube, das passt nicht. 26, 27, 28, nein, das war's. Da kann ich jetzt noch so viel auf die Regenreifen wechseln. So, wir gehen mal zurück zur Garage. Da kann ich, nein, das können wir jetzt abhaken. Das können wir dem Ferrari-Fahrer verdanken. Ich wollte rechts vorbei. Ja, was macht er? Er zieht nach rechts. Ja, ich fahre sehr weit hinterher. Tja, die Frage ist jetzt, welche Reifen nimmt man, ne? Ich glaube, Intermediates ist jetzt eine ganz gute Wahl. Ich probiere es nochmal einfach aus, aber ich glaube, das war's. So eine kurze Qualifikation hatten wir, glaube ich, auch noch nicht. Ja, aber wer konnte das jetzt ahnen? So, was sind die Kollegen hier? Ja, der ist sogar noch auf Slicks unterwegs. Komm, hau ab. Ach, Kerl. Mensch. So. Ja, wir probieren es jetzt einfach mal. Ich muss es jetzt probieren. Ich glaube zwar nicht, dass das funktioniert, aber ja, etwas anderes bleibt mir hier leider. Nein, das wird nicht funktionieren. Das wird definitiv nicht funktionieren. Wir werden es jetzt gleich in Sektor 1 sehen. Und das wird nicht klappen. DRS ist jetzt auch noch deaktiviert zusätzlich. Nein, das kann einfach nicht funktionieren. Das wird auch nicht funktionieren. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, da bin ich mir auch sicher, dass... Nee, das funktioniert nicht. Alles klar, das können wir abhaken. Dann würde ich sagen, gehen wir zurück zur Box. Ich bin gerade sehr angepisst. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin gerade sehr... ja, das ist einfach scheiße, auf gut Deutsch gesagt. Das ist einfach scheiße. Ja, somit starten wir morgen vom vorletzten Platz. Ich weiß sogar nicht, was ich dazu sagen soll. Ja, klar, Sektor 3 verliere ich viel, da ich nicht richtig in die Parabolika komme. Also wir können ja kurz mal schauen. 29, 29, 29. Also normalerweise... Boah, das ist jetzt für mich gar nicht so nachvollziehbar, wo wir da das Problem haben. Tja. Ja gut, der Zug ist jetzt eh abgefahren. Wir starten von der 21. Was soll ich sagen? Du startest morgen ganz weit hinten ja. Im Feld. Platz 21. Ja. Ganz weit hinten im Feld. 21. Das hatten wir zuletzt bei Sauber. Sowas. Tja, was soll ich sagen?
Wäre das mit dem Ferrari nicht passiert, hätten wir überhaupt keine Probleme gehabt. Und ja, das. Also ich bin der Meinung, es war nicht so meine Schuld. Ich wollte rechts vorbei und in dem Moment zieht er nach rechts. Ich weiß nicht. Ja, gut. Bringt jetzt alles nichts, ne? Diese Spekuliererei bringt jetzt alles nichts. Da können wir jetzt noch so viel erzählen. Ja, da hast du dann einfach keine Chance mehr. Ich habe es ja, wo es schon geregnet hat und die Strecke aber noch trocken war, hat man schon gemerkt, dass die Strecke langsamer ist und deswegen konnte ich mich da gar nicht verbessern. Sektor 1 und 2 gingen ja noch, ne? Weil die sind ja sowieso relativ langsam. Da schafft man es dann noch, dran zu bleiben. Aber hier, das ist Sektor 3, das ist ja diese Parabolika, diese schnelle Links, dieser leichte Rechtsbogen, dann wieder links auf die gerade Richtung letzte Kurve. Und da habe ich gemerkt, da ist sind die Verhältnisse richtig schlecht schon. Ja, also ich sag mal, weil da die Geschwindigkeit entsprechend hoch ist, da ist es richtig schlecht. Letzte Kurve genau dasselbe Problem. Ja, und da verlierst du dann einfach mal die Zeit. Ne? Gut. Tja, es ist ärgerlich. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht allzu übel. Ich kann auch jetzt gar nichts mehr erzählen. Ja, so ist das dann nun mal. Ja, ich hoffe, dass wir im Rennen das Ganze wieder wettmachen können. Ich bedanke mich trotzdem, dass ihr dabei wart bei der Qualifikation, die jetzt erstaunlich früh ist. Und ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ihr könnt gerne den Daumen nach oben drücken, Kommentare oder ein Abo dalassen, wenn ihr noch kein Abonnent seid. Ansonsten verabschiede ich mich an dieser Stelle. Ich bin raus. Euer Deo. Macht's gut. Bis dann. Ciao.